Moin Leute, bevor es mit Teil 2 losgeht, möchte ich noch was euch mitteilen, beziehungsweise ja, noch meine Meinung oder beziehungsweise eine Info für euch geben. Und zwar, der erste Teil ist ja jetzt nicht mal 24 Stunden raus und da steckt so viel Arbeit drin. Ja, durch die Resonanz und Co. von euch, die jetzt gekommen ist, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Form, wie es jetzt gerade so ist, bei den Resonanzen, die ich bekomme, eine absolute krasse Motivation ist, Vollgas weiterzumachen, im neuen Jahr richtig durchzustarten, weiter mit euch. Und ja, dieses Format, was ich mir irgendwann mal so grob ausgedacht habe, beziehungsweise mir Inspiration geholt habe dafür, ich habe mir das ja nicht komplett alleine ausgedacht. Da waren schon andere davor, aber ich sag mal so, in der Form die kleineren privaten Züchter zu besuchen, war ja auch vor ein paar Jahren noch absolut unmöglich, Corona und Co., aber ist ja auch völlig egal. Ich bin froh, dass das Konzept echt gut ankommt bei euch und auch für den zweiten Teil gilt, liken, kommentieren, Abo dalassen. Ja? Wenn wir, sag ich jetzt mal, aus irgendeinem Grund, ja, der mich persönlich super freuen würde, die 1000 Abonnenten doch noch schaffen bis zum Januar, dann würde ich tatsächlich auch noch ein zweites Paket fertig machen. Ich habe hier noch so ein paar Geschichten von ADA rumliegen von meinen Aquascaping-Zeiten. Die Oldschooler, die länger dabei sind, wissen, was ich meine. Was ich hier rumstehen habe, das würde ich dann gerne an euch veräußern, beziehungsweise an einen der glücklichen Gewinner. Und ja, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Der Sascha hat jetzt auch noch ein paar Worte für euch. Den habe ich ja mit ins Boot geholt, als ja mein Zugpferd, so ein bisschen auch nebenbei und Kontakte, Knüpfer etc. pp. Ohne ihn wäre auch manche Sachen gar nicht zustande gekommen, muss ich so sagen, wie es ist. Nichtsdestotrotz, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch nochmal persönlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten euren Liebsten und euren liebsten Tieren, den Garnelen oder was auch immer. Viel Spaß mit Teil 2. Let's go! Hi, moin moin auch von mir. Ich bin positiv überrascht über die ganzen positiven Kommentare, die im ersten Teil von Folge 4 wir besuchen Züchter in Norddeutschland. Also das zu lesen, ey Leute, vielen vielen Dank, das motiviert einen total. Das macht auch mega Spaß mit Philipp zusammen diese Videos zu machen, auch genau dieses Format. Und finde ich auch, dass für mich dieses emotionale Positive an der ganzen Geschichte ist, so die einzelnen Züchter zu sehen, mit was für einem Stolz und mit was für einer Leidenschaft die das Ganze auch so präsentieren. Ich finde es echt mega, dass sie eben halt ihren Hobby so zeigen. Und das ist das, also wirklich das Schönste an der ganzen Geschichte bei diesen ganzen Drehs, die wir jetzt gemacht haben. Und ich muss auch wirklich sagen, egal wie hart die Zeiten sind, auch jetzt mit der Energiekrise, Leute, macht weiter so. Versucht irgendwie irgendwas zu finden, beziehungsweise andere Möglichkeiten vielleicht anzusetzen und vielleicht diese Energiekrise oder so möglichst irgendwie zu überwinden. Ich habe sehr, sehr viel gehört, dass viele Leute aufgeben und das ist echt verdammt schade. Klar, wir wissen, an wem wir es zu verdanken haben. Versucht irgendwie das Beste daraus zu machen. Ist auch genauso mit der Zucht allgemein. Lasst euch nicht von irgendwas einreden. Ja, wieso machst du es so? Wieso machst du es so? Das ist doch alles scheiße. Nein, solange es den Garnelen gut geht, geht das auch den Züchtern gut. Und das ist so eigentlich so mein Slogan. Und macht weiter so, macht weiter so, macht weiter so. Macht nichts anderes. Ihr macht das alles richtig. Und in dem Sinne würde ich sagen, bevor es so Folge 2 jetzt geht, wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt all weiterhin gesund, euer Sascha von der Welt. The present has a home. Let regret live alone. Time flies, seize the day. Let love lead the way.
jetzt sagst du, du hast aber noch mehr Becken. Nicht nur hier im Keller, sondern auch noch... Ein extra Raum. Damit hat es eigentlich angefangen. Das war mein erster Raum, den ich dann umbauen durfte von meiner Frau. Das war mal unser altes Gäste-WC. Oh. Dafür musste ich aber ein neues Bad einrichten. Sehr interessant. Das ist ganz cool. Hier war so Bodenabfluss, Wasser, alles da, passte und braucht man nicht mehr. Dann würde man sagen, komm, schauen wir mal nach oben. Zeigen. Hier geht's rein, klein aber fein, würde ich sagen. Klein aber fein, aber sehr, sehr klein, aber genau. Chapeau. Ja, hier sind quasi auch die ersten, das war mein erstes Becken. Ja. Wo ich mit gestartet bin, natürlich nicht so, da waren noch die Red Willys drin. Und ja. Da hast du jetzt, was hast du jetzt da drin? Hier sind die Kardinalsgarnelen drin, genau. Caridina, Denali, Sulawesi, Garnelen. Mhm. Ja. Leben halt in Sulawesi, werden extra aufgesalzen, brauchen auch ein bisschen mehr Wärme. Ja. Und sind. pH-Wert? 7,5. Ja. Treibt man halt mit der Luft raus. Genau. Ja. Und. 30 Grad, ne? Nö. Also tatsächlich halte ich die jetzt, wie du siehst, bei 27. Ja. Roundabout 27. Also. Man kann sie wohl auch ab 24 Grad halten schon. Wie empfindlich sind die? Tatsächlich sind die gar nicht empfindlich. Also wenn du sie aufsalzt mit dem Sulawesi-Salz und die Temperatur so hält, 26 Grad würde ich sagen, ist eine gute Temperatur für die, sind die absolut gar nicht empfindlich. Es gibt sogar Behauptungen, dass manche sie auf Leitungswasser halten. Was ich aber sehr, sehr schwer bezweifle, weil das ist... Leitungswasser ist auch nicht gleich Leitungswasser. Richtig. Deutschland darf man auch nicht vergessen. Und ich schätze mal so um die 350. Ja, fast. Ja, perfekt. Aber wunderbar. Und damit hältst du sie eigentlich relativ gut und ja auch vermehrungsfreudig. Schönste Garnele meines Erachtens für Süßwasser, die es gibt. Tolle Zeichnung. Ja. Leider sieht man sie immer selten, weil sie sich natürlich in den Lavastein immer versteckt. Aber sonst super tolle Garnele. Aber würdest du bei denen jetzt, gerade ich muss jetzt mal so wirklich mal spezifisch auf die Kardinalsgarnelen gehen. Es gibt ja viele, die wollen die ganz gerne halten, aber die sagen sich, boah, die sind mir zu anspruchsvoll und da muss man so viel beachten und dies, das hieß. Also ich sag mal, jetzt meine Erfahrung, absolut nicht. Eigentlich total simpel. Simpel zu halten, wenn man Wasser... Sagst du genauso. Genau, simpel zu halten. Ja. Man muss halt nur das Wasser halt mit Sulawesi-Salz aufsalzen, Osmosewasser, dann simpel zu halten. Also ich wärme das Wasser tatsächlich auch nicht vor, wenn ich Wasserwechsel mache. Lass das so langsam reinlaufen. Quasi mit meinem Wasserwechselsystem. Ja, bestes System überhaupt. Gehle gleich drauf ein. Bestes System überhaupt. Genau, da plätschert das dann langsam rein und ja... Ja, somit hast du ja auch die Angewöhnung nichts. Daneben halt, ne? Genau. Durch diesen... Also super, super robust. Ja. Also würde die fast nur halten, wenn sie zeigefreudiger wären, sage ich jetzt. Man müsste einfach nur helle Steine haben, halt Untergrund. Ja, die verstecken sich eben halt viel mehr. Das kenne ich bei mir genauso mit den Kardinalsgarnelen. Die verstecken sich eben halt überall in diesen ganzen Steinen. Und weil sie sind einfach scheu, das ist eben halt so, ne? Die sind da ein bisschen sehr speziell. Ich würde fast sagen, wenn du eine siehst, kannst du es mal 10. Oder wenn ich jetzt die Steine rausnehmen würde, würden da bestimmt locker 50, 60 drin sein in dem Becken. Ja. Locker. Ohne, ja. So, dann haben wir hier dann... Ja, den Klassiker, die Black Bee. Black Bees. Black Bees, dann die Crystal Red quasi. Oldschool. Oldschool. Oh, das ist wieder sehr, sehr, sehr im Kommen gerade. Crystal Red. Classic. Ist ein Classic, ja. Genau. Und dann geht's weiter mit den Blue Bowls. Hatte ich unten auch schon gehabt. Mhm. Ja. Dann kommen fast nur die Neocaridina Arten. Da haben wir die Carbon Rilly. Ja, das ist eine Rilly-Garnele. Dunkelblau, schwarz fast. Genau.
Ja. Dann gleich Markus, Sascha. Genau, das ist hier mein, ja, was heißt, Mixbecken für Neocaridina. Hier schmeiße ich alles rein, in dem Abteil, alles was mir jetzt nicht gefällt, kommt hier rein von den Neocaridina. Und hier habe ich tatsächlich mal 4 Green Jade nochmal angesetzt, die ich super geil fand von der Farbe. Genau, das ist so mein Quarantänebecken, wenn ich mal neue bekomme, packe ich die da erstmal rein, 4-5 Wochen, ja, um zu gucken. Ja, haben die was oder nicht? Ja, das ist mal sehr penibles, ja. Und ja, dann geht's weiter. Blue Pearl, auch eine super geile Garnele. Also sieht eigentlich aus wie die Blue Jelly, ist aber keine Blue Jelly, hat keinen Rotanteil mit drin mehr. Eisblau. Genau, eisblau. Das Witzige an der Garnele ist, wenn du die jetzt bekommst oder verschickst oder die unter Stress kommt, ist sie weiß. Da denkst du, eigentlich ist eine White Pearl. Die färbt sich dann erst nach 1-2 Tagen, wird sie dann wieder eisblau, tatsächlich. Krass. Das ist, ja. Aber super coole Garnele, super vermehrungsfreudig, super robust, also gar keine Ausbildung. Ja, gut, ich, jetzt auf den ersten Hinblick hätte ich jetzt auch gesagt, dass wenn jetzt Blue Jellies eben halt, ne? Gut, okay, kann man eigentlich auch schnell erkennen, dass sie nicht den Eifleck oben haben. Genau. Ne? Ja, cool. Es gibt auch Züchter, die machen Blue Pearl, also die gehen aufs Äußerste. Die haben dann nachher richtig diese ganz krassen Eisblauen. Ja. Und richtig dann jedes einzelne Tier, das sieht auch richtig geil aus, wenn du von so 500 Stück auf dem Haufen hast. Ja, ja, ich würde eher sagen, ich bin so eher der Garnelen-Messi, man sammelt immer Garnelen und haben ist besser als brauchen. Genau, haben ist besser als brauchen und so kommt dann halt viel zusammen. Ja, hier ist jetzt eine neue Sorte drin, das ist die Green Wheelie. Die Weltneuheit. Die Weltneuheit. Genau. Finde ich leider nicht so erbfest, hatte jetzt schon einmal Nachwuchs. Ja, bin da geteilter Meinung. Tatsächlich viel helle bzw. hell-orange, wie man schon weg, also ausselektieren musste. Ja, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja, da bin ich aber mein ja auch so gespannt, wie das da. Also da kommt dann auch nochmal so der für dich. Ja, da werde ich nochmal speziell extra so die Green Release und auch generell, was ich jetzt im Moment vorhabe mit den Release-Sorten. Zum Beispiel das Projekt mit den Game Release, die ich jetzt gerade mache. Hallo, keine Schleichwerbung. Das ist Eigenwerbung, Bruder. So, Eigenwerbung stinkt. Ja, oder? Ablehnen, so ein Ding. Ja. Ja, genau, hier sind die Yellow Fire drin. Mal ein paar gute oder mal ein paar weniger gute, aber ja. Also hast du hier unten werden die ganzen Dings wieder die Basics, ja? Ja, sozusagen. Also irgendwas man hat ja angefangen damals, ja. Oder was heißt damals, so hauptsächlich hat man ja angefangen mit Neocaridina. Das ist ja so die Einstiegsgarnele für alle, weil da kannst, ich sag mal so, die akzeptiert auch mal kleinere Fehler, die kippt nicht gleich um und super robust. Für den Anfänger auf jeden Fall. Gehört in jedes Aquarium meines Erachtens. Außer du hast Barsch oder sowas drin, dann ist natürlich schlecht, aber sonst, ja, ein Must-Have. Quasi. Genau, hier habe ich, ja, da habe ich mal vor 3 Jahren mal Blue Dream mit Braune gekreuzt, also mit Schoko-Garnelen. Ja, die sind jetzt so, sehen so ein bisschen, wenn sie im guten Licht stehen, vielleicht können wir nachher mal einen Putterstick rein und die sind nachher vorne, dann siehst du mal, dass sie so richtig metallisch glänzend sind. Finde ich ganz cool und auch relativ erdfest mittlerweile. Genau, hier sind die Orange Fire drin, auch Klassiker. Da unten sind die Blue Jellies drin. Dann haben wir die White Pearls. Genau, hier sind Schokos drin. Zwischen gerade eine lang. Und ja, da vorne die Blue Dreams. Ja. Also die ganzen Klassiker, die super anspruchslos sind. Genau. Ja, haben wir das Becken hier schon über dem Waschbecken? Ja, ja, man muss jeden Platz ausnutzen. Ne? Ja, das ist. Ja, weißt du ja, was hast du denn unten? Also genau. Der Würfel, das ist ja, sieht da auch, sieht von hier aus wie super. King Kong. Nee, das ist nee, King Kong, sieht King schwarz. Kong, ja. Genau.
manche sind ein bisschen Panda-mäßig schon gezeichnet, aber ganz, auch ganz coole Garnelen, ja. Dann haben wir hier oben die Dark Blue, Orange Eyes, also ist, ja, die blaue Tiger-Garnele. So, da sind teilweise ja schon super schwarze mittlerweile. Mhm. Also, und, ja, ganz und die Nachtzuchten sind bei dir wirklich schon knackig blau geworden? Also jetzt auch mit den Säulen? Oder hattest du anfangs da irgendwie Schwierigkeiten gehabt, dass dann doch irgendwie mehr hellere bei rausgekommen sind? Nö. Also wenn du jetzt guckst, da zum Beispiel eine kleine, also eine relativ kleine am Blatt und die ist doch schon relativ dunkel. Also es ist jetzt nicht ja. So, dass sie hell ist. Die aber einige haben ja so die Probleme, dass die Nachtzuchten hell geworden sind. Nee, gar nicht. Ne? Zu Anfang. Frage ist vielmehr, hast du hier ein Tigersalz drin oder normales? Nö, normales. Okay. Normales. Also ganz normales hier. Ja, Shrimp King. Das Salz finde ich mit am besten tatsächlich. Das habe ich auch, ja. Das Futter ist, ja, finde ich nicht so geil, aber das Aufhärtesalz ist von denen tatsächlich mit das Beste. Futter bin ich sowieso, da habe ich mal ein separates Video schon mal so gemacht. Die Sachen, die aus Japan kommen, sind wesentlich besser, ja, würde ich sagen, eher abgestimmt als die deutschen Sachen auch. Das ist Made in Germany nicht immer das Beste. Genau, hier habe ich die Red Wine drin, Red Ruby. Selektiert quasi, lass es sich entwickeln. Genau, das sind so die, ja, ihren Holds. Die fallen tatsächlich ab und zu bei mir bei den blauen, also bei den Holds. Und ja, jetzt habe ich die separiert und hier mal ab und zu und mal gucken. Was mir gerade auffällt, was ich sehr, sehr schön finde, du hast diese Becken, die hier auf dem Regal stehen, ist Weißglas und, die beiden sind noch Weißglas und transparent verklebt und von Blau, ne? Ja. Waren ein bisschen was von ADA, so ein bisschen die Stile. Genau, waren relativ günstig, gab es noch ein Gebot. Ja, also hier, Leute, man kann es auch jetzt sehr schön, schauen Sie jetzt mal die Kamera ran hier, ja. Aber Leute, hier kann man sehr schön erkennen, Floatglas, diesen Grünstich drin. Ja. Und Weißglas, falls die Leute das mal interessiert. Ich habe ja auch nur Weißglas-Aquarien. Den Unterschied. Also, warum das mehr Geld kostet. Die können es richtig geil hier sogar sehen. Die Fliesen, man kann das so sehen, die haben jetzt einen Grünstich drin. Und da nicht, also, ja, das ist das, was ihr mehr zahlt. Dafür. Ja, hier oben sieht man es fast noch besser. Ja, genau. Hinter also, ich bin ja leider so ein Flieger. Ich habe ja die Dinger alle von ADA. Ja. Also jetzt mal so mal wegen der Räumlichkeit, ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter zurück. Bleib mal einfach mal da, dass man das mal überhaupt mal so richtig ahnt, wie viel Platz man da drin hat. Ja, das zwei Leute und dann Feierabend. Also wenn wir beiden jetzt, ne? Also wir du und ich. Ich glaube, dann ist hier der Raum komplett ausgefüllt. Aber ja. Ja. Ist echt toll. Platz halt ausgenutzt, ne? Ja. So ein typischer Züchter, sage ich jetzt mal so. Die Hobbyzüchter, die bauen ja ihre Aquarien. Überall rein, egal. Also da habe ich schon vorbereitet, da wollte ich eigentlich auch nochmal oben Regal, also auch nochmal im Aquarium raufmachen, wo jetzt so ein bisschen die ganze Verrohrung liegt und so. Warum nicht? Die gibt es von AliExpress, ne? Genau. Taucht die was? Die ist okay, habe ich jetzt ausgemacht. Was ist denn das überhaupt? Eine Lampe. Das ist eine Lampe. Genau. Das so, die soll so ein bisschen eine Kessil, glaube ich, so ein bisschen nachempfinden. Die leuchtet gut, aber die ist so super hell. Hell. Sehr weit, also richtig weißes Licht. So, wir dann. Möchtest du uns irgendwas Positives, Negatives zu diesem? Ich bin der Verfechter davon. Ich habe ja schon selber ein Video gemacht. Frage ich es halt nur so jetzt, du sagtest schon wegen Platzgründen, bei mir würden die Dinger alle drinnen hängen, schon fest installiert sein. Also ich habe sie da hängen, wenn ich jetzt Wasserwechsel mache, dann hole ich mein Kanister bzw. mein Fass hoch, pack da meine Pumpe rein und schließe es halt so an.
und klickt die einfach nur oben überall rein, die Schwimmer. Mhm. Hat den Grund, weil der Raum ist halt klein und wenn jetzt alle Becken offen wären, würde hier so viel Wasser verdunsten und das wäre so feucht hier drin. Deswegen kann ich die nicht komplett installiert und installiert lassen. Ja gut, man hätte die Scheibe ein bisschen nach vorne ziehen können, theoretisch. Passt nicht. Passt nicht hin. Das habe ich schon probiert. Auf jeden Fall, Leute, das ist das sogenannte Auto-Top-Off-System, was ich euch auch schon mal vorgestellt habe auf meinem Kanal. Kommt eigentlich, ja, ist eigentlich die Toiletten aus der Toilettenindustrie, ne? Genau. Irgendwie also so. Spülkasten hast du die drin. Genau, und das ist, die Dinger sind halt absolut geil. Also Wasserwechsel damit zu machen, beziehungsweise nachzufüllen. Das Ding schließt sich automatisch über diesen Schwimmer. Dann hört er automatisch auf und tropft halt wunderbar hier rein. Besser könnt ihr eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach, für empfindliche Garnelen keinen Wassertausch durchführen. Genau, kein Wasserwechsel. Ja. Das ist wunderbar. Und du kannst natürlich auch an deine Osmoseanlage anschließen, weil, wer kennt es nicht, du machst irgendwas im Garten oder bist weg, und dann läuft dir die Kacke über. Ja, ja, das stimmt. Das ist super geil. Stoppt er das. Man könnte theoretisch noch weiter spinnen. Man könnte von diesen Sensor nehmen, den ich habe zum Beispiel an meinem Osmosefass fürs Nachfüllen, dass der automatisch stoppt, wenn der gewisse Wasserstand erreicht ist, so ja. Wie das nur mit einer Elektrode, könnte man das, weil das hat ja zwei, das hat ja oben eine Elektrode und unten, wenn der Füllstand zu niedrig wird, sprich durch Verdunstung und Co., dass er die Osmoseanlage dann automatisch nachfüllt über den Computer, in Kombination mit diesem Gerät, dass es nicht überfüllt. Ja. Na? Also kannst du ja auch machen, viele, die jetzt im Salzwasserbecken oder Meerwasserbecken haben, die haben ja auch so ein System, da packst du dann unten dein 20 Liter gemischtes Wasser rein. Mit ihrem Filterbecken. Und, genau, und da würde es immer, wenn du jetzt Verdunstung hast, würde es immer wieder automatisch auffüllen mit Osmosewasser. Technisch kein Problem. Ja. Cool. So, wir sind jetzt hier zum Ende gekommen des Videos. Danke, dass wir da sein durften. Ja, gerne. Das war sehr interessant und auch sehr informativ, würde ich sagen. Ja, hat mal Spaß gemacht, auch mal von euch ein paar Sichtweisen kennenzulernen. Der Austausch macht ja mal wieder Spaß und ja, mal was anderes, und ganz cool. Format finde ich ganz cool. Selbst Bekannte kennen das Format. Echt? Ja. Ja. Da kann ich dir nachher noch eine Anekdote zu erzählen. Das scheint wirklich den Nerv der Leute zu treffen. Gerade sowas mal zu sehen, verschiedene Anlagen, wie jeder Züchter was anderes macht. Und das ist ja auch das Spannende. So. Das ist ja, jeder Züchter macht es halt anders. Der eine, was weiß ich, schwört auf das Futter, der andere auf den Soil. Und wo du dann sagst, okay, aber ja. Also ich bin echt fasziniert von der Anlage, wie ich das bei jedem immer sage. Super, es läuft geil, die Tiere sind cool drauf. Du machst alles richtig. Ja, das sag ich auch, wie immer. Mach weiter so. Ja, ne? Richtig. Ja, über Kleinanzeigen kann man dich finden. Genau. Das werden wir unten verlinken. Bitte bombardiert den Mann nicht zu doll zu. Der hat auch noch einen Job. Genau. Ja, das soll ja mal Hobby bleiben. Genau. Also ich bin auch gern bereit, mal Gespräche zu führen. Also auch wenn du jetzt mal welche hast, die hier sind, berät man ja mal und verkauft auch mal mit Nein. Muss ich auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Also man hat ja so ein paar Fragen, die man stellt. Und wenn der Interessent sich absolut nicht mit Garnelen auskennt oder falsche Voraussetzungen hat, weil viele belesen sich gar nicht. Viele informieren sich gar nicht. Und dann das sind auch Erfahrungswerte, heulen sie sich dann voll. Da hatte ich mal vor 3 Jahren sowas gehabt, haben Garnelen gekauft, man ist davon ausgegangen, dass man sich informiert, welchen Besatz man überhaupt drin hat und dann, kriege ich dann abends eine Nachricht, die wurden alle aufgefressen. Warum haben sie mir das nicht gesagt? Dann hat sie Barsche drin, aber für mich ist es natürlich selbstverständlich. Ja, ist klar. Das kenne ich zu Genüge, aber... Naja, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung den Tieren gegenüber, genau. Leute, ne, die ihr da kauft, müsst ihr euch schon informieren. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Es war sehr schön heute. Ja, und ich werde mir jetzt selber noch ein paar Tiere hier mitnehmen. Ja, seht ihr dann auch später noch. Suchen wir ein paar schöne aus. Genau. Die schönsten natürlich. Nur das Schönste und Beste. Gut, dann haut rein. Danke. Bis dann. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.
Thank you.